Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch und wir testen mal wieder die krassesten, eigenartigsten und merkwürdigsten Neuheiten von DM. Ich liebe diese Videos und ich bin sehr gespannt. Es liegt hier einiges zum Ausprobieren, zum Testen und auch zum Kosten. Die erste Sache ist einfach schon lebensverändernd. Also ich hoffe es zumindest. Wenn sie funktioniert. Ich habe sie in TikTok gesehen und da hat es funktioniert, deswegen musste ich es nachkaufen. Von der gleichen Marke? Genau das. Textilerfrischer 3-in-1 Spray. Die Lebensveränderung hat aber nichts mit erfrischenden Textilien zu tun, sondern da steht für einfaches Glätten ohne Bügeln. Wir haben hier Vorhänge, die sind zerknittert. Live-Test! Das hört sich ein bisschen zu gut, um wahr zu sein an. An den Vorhängen, die natürlich nicht gebügelt sind, sprühe ich das jetzt drauf. Merkt euch das vorher. Und? Wow. Wow. Seht ihr das? Hä, die Falten sind doch schon weniger, oder bilde ich mir das jetzt ein? Man muss es so ein bisschen schütteln. Das sind doch gar keine Falten mehr. Guck doch. Leute, das sind jetzt doch so leichte Flecken, aber ich glaube, die trocknen. Ich hoffe, die trocknen. Es ist glatt. Wow. Toll, das ist für Faule. Aber, Leute, wenn man zu viel von diesem Zeug sprüht, bekommt man keine Luft mehr. Das ist auch noch ein Textilerfrischer gleichzeitig. Riecht ja ganz lecker, aber wenn man halt so 20 Sprühstöße macht, dann ist es too much, Leute. Gibt es das bitte auch ohne Duft? Ein österreichisches Produkt. Wo's gut? Zu Deutsch etwas Gutes, etwas Leckeres. Toll, dass du es übersetzt hast. Walnuss, Lebkuchen, Bio-Nuss-Creme, Brotaufstrich mit Bio-Vollmilchpulver aus Heumilch und Bio-Walnussöl. Ich habe leider keinen Löffel. Willst du jetzt draus trinken? Wo kommt denn der Löffel jetzt her? Also der war da in so einer Kiste. Also ich weiß jetzt nicht, wie sauber der ist. Ich glaube, der wurde auch noch nie gewaschen. Ich mach mal... Das macht's doch nur noch ekliger! Naja, der Pulli wurde von mir gewaschen. Der Löffel wurde noch von niemandem gewaschen. Willst du auch? Mm-mm. Oha! Das riecht schon richtig doll nach Lebkuchen. Und es ist sehr flüssig und cremig. Ich kann mir vorstellen, das schmeckt bestimmt über so Porridge oder über einer Bowl richtig lecker. Mmh. Schmeckt wie Weihnachten. Ist eh meins jetzt. Okay. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es schmeckt. Mir schmeckt's. Wie viele Sterne? 4,5 von 5. Das ist ja saumäßig viel. Es schmeckt dir auch saumäßig gut. Du müsstest es halt probieren, ne? Mmh. What the fake? Pumping Lip Filler Cinnamon Oil. Oh ja, Zimt. Wenn man zu viel Zimt isst, dann ist es scharf. Und hier drin soll der Zimt wohl bewirken, dass die Lippen zu kribbeln beginnen und dann ein bisschen so dicker werden. Ich opfere mich. Ich habe noch so ein bisschen Lebkuchencreme auf den Lippen. Guck. Vorher und nachher. Mhm, ich sehe keinen Unterschied. Das ist der Zimt. Das sind meine Lippen vorher. Mal sehen, ob man gleich einen Unterschied sieht und mal sehen, ob das gleich brennt oder kribbelt oder irgendwas. Die Farbe finde ich eigentlich ganz schön. Eigentlich die gleiche Farbe, die ich eh schon drauf hatte. Ich mache es dick drauf. Ich teste das ja richtig. Tada! Jetzt warte ich einfach mal ein bisschen, ob irgendwas passiert und ob meine Lippen gleich geplumpt aussehen. Es fängt schon ein bisschen an zu kribbeln. Es klebt auch in den Haaren. Es fühlt sich aber einfach so an, als hätte ich gerade Zähne geputzt und habe so ein bisschen Zahnpasta auf den Lippen. Also es brennt überhaupt nicht doll und kribbelt auch nicht sehr toll. Es fühlt sich eher erfrischend an. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr einen Unterschied seht. Aber es ist sehr glossy und den Lipgloss finde ich hübsch. Von dem her war es kein Fail. Das ist so verrückt. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Es handelt sich hierbei um Pre-Sleep-Duschgel. Vor dem Schlafengehen soll man das nur verwenden. Weil sonst fällt man wahrscheinlich einfach in Ohnmacht vor Müdigkeit. Geeignet zum vor dem Schlafengehen. Da ist nämlich ein ätherisches Lavendelöl drin. Und es riecht auch sehr gut nach Lavendel. Das ist für niemanden, der morgens gern duschen möchte. Ja, aber ist doch voll cool, oder? Vielleicht schläft man dann besser. Also ich schlafe sowieso immer gut, aber mich hat es angezogen, das Produkt. Riecht gut. Sportlich. Sportlich lavendelig und ein bisschen ätherisch. Ich glaube, ich war hungrig, als ich die ganzen Produkte ausgesucht habe. Snacko, Snacko, Snacko. Das ist eine Schockbar. Also die gibt jetzt keinen Schock, sondern Schock für Chocolate Peanut Caramel. Tiefgefroren. Ja, aber es ist voll kalt hier. Das lag die ganze Zeit hier und irgendwie ist die Heizung nicht so stark. Jetzt habe ich meinen Finger fast gebrochen. Also bitte heul jetzt nicht wegen dem Riegel Schokolade. Tiefgefroren! Er geht auch ganz einfach zu brechen. Du kriegst das kleinere. Guten Appetit. I like it. Mm. Mhm. Wenn man Erdnussbutter mag. Ich find's auch gut. Das ist was für dich. Willst du mir gerade sagen, dass ich Augenringe habe? Nein, aber du fährst doch immer auf so Produkte mit so kalten Kugeln ab, oder? Ich kann mich noch erinnern, irgendwann hast du so einen gekauft und hast gesagt, so, das will jetzt mein Leben verändern, das ist so toll. Das ist 5 Jahre her und ich habe das Ding 2-mal benutzt. Jedenfalls ist das ein Augenroll-On mit so einer silbernen kleinen Kugel. Das riecht auch sehr erfrischend.
Und es ist auf jeden Fall sehr kühlend, vor allem, weil es hier drin bei uns Minusgrade hat. Man kann es aber bestimmt auch im Kühlschrank aufbewahren. Und es riecht so ein bisschen nach Zitrone und es ist mit Hyaluronsäure. Das kann man morgens auf die Augen machen, wenn die Augen vielleicht zu angeschwollen sind oder wenn man Augenringe hat. Es reduziert Schwellungen. Ich habe heute Morgen den Augen-Roll-On-Stift getestet. Sagt jetzt nichts Falsches, Leute. Sehe ich erholt aus bei meinen Augenringe noch. Ich finde, das war sehr erfrischend. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber es hat einen kleinen Effekt erzielt. Meine Meinung. Oh, wie schön. Nagelsticker hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja, weil du ja auch nie deine Nägel lackierst. Die solltet ihr euch nicht zu genau ansehen, meine Nägel. Man kann aber auch nicht in den Stall gehen und mit sauberen Nägeln nach Hause kommen. Es funktioniert einfach nicht. Pferdemädchen wissen Bescheid. Und Jungs. Jedenfalls sind diese Nagelsticker in so Mond- und Sterne-Design. Moon Girls Forever. Yay. Ich kaufe mir oft Nagelsticker, aber ich benutze in meinem ganzen Leben nie welche, weil ich weiß nicht, wann ich drauf tun soll. Hast du da Nagellack drauf? Nö, kommt aber noch. Ich lackiere sie jetzt und dann kommen Nagelsticker drauf. Das Schwerste ist eigentlich, sich zu entscheiden und es dann auch gut zu platzieren. Diese Striche sind ja einzeln. Na, viel Glück. Das ist schief. Oh nein, es ist schief geworden. Ich bekomme es nicht mehr ab. Ja, da muss ich das ein bisschen überdecken. Mit so einem Glitzer. Fertig. Wenn deine Nägel lackiert sind, könntest du doch dieses Produkt verwenden. Danke für diesen Tipp. Das hast du toll angepriesen. Also wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Hallo. Dieser Nagellack soll nämlich super schnell, extremely fast trocknen. In 45 Sekunden. Steht sogar drauf. Hol die Stoppuhr raus. Der ultimative Test. Ich mache erst 2 Schichten Farblack, damit der auch gut deckt. Und jetzt kommt der Topcoat drüber. Angeblich, der nur 45 Sekunden braucht. Seid ihr bereit? Und los. Die Zeit wird gestoppt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die trauen sich, was da drauf zu schreiben. Ich sag's euch, ich teste das. 10, 9, stopp! Sogar eine Sekunde länger. Seid ihr bereit? Ja. Nein, seht ihr das? Es ist noch nicht trocken. Fail. Tja, das war wohl eine Lüge. Wir haben schon sehr viele Masken ausprobiert. Wir sahen dabei aus wie Einhörner, Faultiere, Frösche, Koalabären. Aber jetzt geht's erst richtig los, denn wir verwandeln uns gleich in eine leckere Waffel. Du Waffelgesicht. Boah, das könnte sich etablieren. Leute, wir haben ein Problem. Das ist ja gar keine Waffel. Das soll nach Waffel riechen oder was soll das sein? Es riecht so ein bisschen nach Beeren. Was ein Fail. Aber es ist keine Waffel, Leute. Ich dachte, ich sehe gleich so aus. Mit einer Waffel im Gesicht. Das ist so schade. DL, bring bitte eine Waffelmaske raus, eine richtige. Was ist das? Ich habe online bestellt. Und dieses Ding sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so beeindruckend aus. Das sieht ganz schön medizinisch aus. Aber das hat so krass viele und so krass gute Bewertungen. Das ist eine Creme für alles. Die ist hautstärkend, hochverträglich und die kann man für Gesicht, Körper und Hände verwenden. Die riecht genau nach nichts. Gar nichts. Du hast gesagt, das ist auch eine Handcreme, oder? Ja, die ist für alles. Die riecht echt nach nichts. Wie krass ist das? Zuerst hier ein Klecks drauf, dann die Handfläche rauf, dann so und dann so. Und dann hat alles Creme abbekommen. Danke für diese lebensverändernde Anleitung. Was machen wir nur ohne dich? Es fühlt sich schon sehr, sehr pflegend an. Und ehrlich gesagt finde ich das Zeugs von Selbstbewusstsein, wenn eine Creme ohne Duft daherkommt. Weil das heißt, sie muss mit ihren inneren Werten überzeugen, weil der Duft kann sie schon mal nicht retten. Ich werde das weiter testen und euch dann berichten. Schon weich, oder? Ha? Was ist als nächstes? Essen, 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 essen. Knusperinos. Vielleicht haben wir die oder so ähnliche schon mal gekauft. Wir kaufen alles in Dino-Form, weil Vicky besitzt einen kleinen, echten Dinosaurier. Oh, sind die süß. Die sind ja ganz klein. Lecker. Es könnte noch ein bisschen mehr Salz vertragen, aber es ist halt auch für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Da kann man gar nicht aufhören. Machen wir weiter. Okay. Ich habe es gekauft, weil es glitzert. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich habe nicht mal so richtig durchgelesen, was es ist. Doch ein bisschen. Ein Primer für unter dem Make-up. Und dann hat man so ein Glow. Mit Honig? Kann die. Also vielleicht nennen die das nur so. Aber ich teste es jetzt erstmal auf meiner Hand. Und gucke mal, ob diese Goldflakes sich auflösen oder was mit denen passiert. Okay, ich glaube, da ist nichts von diesem Gold mitgekommen. Doch ein bisschen. Okay, ja. Es fühlt sich so ein bisschen klebrig an. Ich glaube, das musst du schon nochmal richtig testen. Man kann es alleine verwenden oder mit Foundation. Boah, das ist ja voll klebrig. Wie Honig. Na, sehe ich shiny, dewy und nach einem Hauch von Gold aus? Ich habe das heute unter meinem Make-up aufgetragen. Ja, ihr könnt ja mal beurteilen, ob ihr einen Unterschied seht. Fühle mich allein schon luxuriös, wenn ich mir so goldene Partikel ins Gesicht schmiere. Mit diesem Kaugummi machen die so viel Werbung. Deswegen habe ich gedacht,
probiere ich. Wir testen jetzt einen langweiligen Kaugummi oder kann der was? Sarina, du bist verwöhnt. Es kann nicht immer alles was können. Ich will jetzt keinen Kaugummi. Okay, er hat schon mal eine sehr besondere Form. Da innen ist nichts flüssig oder so. Geschmackssorte, Tropical. Ich liebe süßen Kaugummi. Oh, schmeckt aber krass. Der ist eine Mischung aus süß und scharf. Merkst du das? Ich bin voll krass. Ich habe meinen Kaugummi auseinandergebissen. Die eine Hälfte kau ich hier und die andere Hälfte kau ich hier. Wir können so nicht weitermachen. Ach so, okay. Wohin? Willst du sie nehmen? Jeder soll sein eigenes nehmen. Hier ist ein Papier für dich. Wenn ich gar nicht weiß, wo ich hin soll mit meinem Kaugummi, schlucke ich dann einfach schnell runter. Das darf man nicht, da verklebt der Magen. Aber noch ist nichts verklebt. Das weißt du doch nicht. Glaubst du, ich bin innerlich verklebt? Leute, schluckt nicht eure Kaugummis. Außerdem kann ich das gar nicht. Ich habe es mal probiert und dann muss ich meinen Kaugummi in 100 kleine Stücke zerbeißen, weil ich nur so ganz kleine runterschlucken kann. Sie meint das ernst. Dieses Ding hier hat mich angelacht. Das musste ich einfach mitnehmen. Das ist so ein Augenbrauen-Ding mit so einem mini, mini, mini kleinen Pinsel. Und ich dachte, da kann man vielleicht so mini, mini, mini kleine Haare zeichnen. So richtig realistische Augenbrauen. Ich sehe sowas manchmal bei Instagram und ich dachte mir so, wie machen die das? Vielleicht damit. Vielleicht, deswegen probiere ich es jetzt auch aus. Haarfeine Augenbrauen zeichnen. Ups, das war ein bisschen dick. Aber damit kann man kreativ werden. Ups. Was hältst du davon? Kann ich auch mal. Mach ein Herz. Ja, mein Herz soll man damit ja nicht zeichnen, sondern Augenbrauen. Da geht schon ein bisschen wenig Farbe runter. Die Farbe kommt mir schon ein bisschen leer vor. Vielleicht sollten wir es mal schütteln. Schon besser. Süß. Daumen nach Mittel. Außerdem macht es auch ein Serum und boostet die Augenbrauen. Also ich glaube, dann wachsen sie dichter und gesünder. Gibt es Leute, die ihre Augenbrauen mit Haarshampoo waschen? Ich glaube nicht. Mit so Haarwachstumshampoo, ne? Das wäre eine gute Idee. Heute darfst du mal den Gesichtsspray testen. Es gibt wieder eine neue Sorte. Und weil es gerade so im Trend ist, Dewy. Was heißt denn Dewy? Könntest du es bitte wieder? So ein bisschen glänzend, nicht zu viel. Feuchtigkeitsdurchdrängt. Nein, nicht du! Ich mach selbst! Neha! Geht eigentlich. Riecht ein bisschen nach Desinfektionsmittel. Oh, ich hab dir irgendwie was Falsches gegeben. Ich guck gerade, ob du jetzt glitzerst. Ich habe schon mal Pinselreiniger in mein Gesicht gesprüht, unabsichtlich. War nicht so eine gute Idee. Hast du vorhin auch schon geglitzert? Oder ist es neu? Vielleicht glitzere ich von Natur aus. Sieht auf jeden Fall jetzt doppelt Dewy aus. Ich habe jetzt so zwei Schichten Dewy und so ein bisschen Augenbrauen-Ding. Auf meiner Hand. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn wir sowas öfter machen sollen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken. Und dann seid ihr mit dabei in der Vicky Sarina Fam. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.